meine Freunde, und herzlich willkommen zu der 14. Folge auf der Wavenport. Ich begrüße euch ganz herzlich. So, heute steht an, wir hatten ja gesagt, Feld 1 wollen wir mähen, schwaden. Ja, am besten dann nochmal statt Ballen pressen, hauen wir es, glaube ich, dann doch wirklich erstmal ins Lager rein. Ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen kostengünstiger, dann können wir uns wenigstens die Schafe eventuell noch baldmöglichst leisten. Ja, ich will einmal kurz gucken, hat sich auf den Feldern irgendwas getan, wachstumsstufenmäßig? Nein, können wir also auch noch nicht düngen. Warten wir noch eine Runde. Dann würde ich sagen, springen wir mal in einen Trecker. Muss ich mal kurz gucken. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen jetzt hier mit meinen Tasten nicht klarkomme. Ich habe jetzt tatsächlich mal das Logitech-Lenkrad angeschlossen. Ich habe es geschafft. Und dadurch, hier sind einfach viel, viel mehr Tasten drauf. Ich weiß jetzt gerade gar nicht hundertprozentig, wo ich was hingelegt habe. Moment, den wollten wir gar nicht. Wir wollten den anderen Traktor. Da ist der. Ja, ich muss mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Hab die Zentrierfeder quasi auch, beziehungsweise das Spiel selbst. Ich hab eingestellt, dass das Spiel selber das entscheidet und dementsprechend ist die Zentrierfeder komplett aus. Muss ich ein bisschen mit klarkommen, weil bin ich halt gar nicht gewohnt, dass ich jetzt auch wieder komplett zurücklenken muss. Guck mal, wie es läuft. Denn das andere möchte ich jetzt tatsächlich mal zurückbringen, beziehungsweise überprüfen lassen und eventuell halt Neues bekommen. Schauen wir mal, wie lange das dauern wird, ob ich mich bis dahin an das G29 gewöhnt habe. Ich bin aber guter Dinge. Ich habe eben schon mal ein bisschen probiert, bevor ich jetzt auch angefangen habe, ob auch wirklich alles noch funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich wirklich auch alles getestet habe, aber eigentlich müsste alles funktionieren. Und es fährt sich ganz gut. Aber es ist halt mega ungewohnt. Vorher hatte ich halt, dass sich das Lenkrad immer in die Mittelposition zurückstellt und so weiter und so fort. Ich versuche auch ständig bei der Pedalerie, das G29 hat ja drei Pedale, versuche ich ständig auf der Kupplung zu bremsen. Das muss ich mir auch noch abgewöhnen. Ich muss halt aufs Bremspedal treten. Wobei ich mir eventuell vorstellen könnte, sogar die Kupplung als Bremse im Moment zu nehmen, solange es noch nichts anderes gibt, was man darauf legen könnte. Da die einen komplett anderen Druckpunkt hat. Die Kupplung ist ähnlich wie das Gaspedal. Die Bremse hat halt einen sehr kurzen, harten Weg. Eventuell könnte ich mir vorstellen, das nochmal umzulegen, dass man da ein bisschen mehr Gefühl hat beim Bremsen. Ja. Aber kommen wir zum Thema. Wir holen uns jetzt das Mähwerk und den Schwader, den wir für hinten gleich dran schmeißen. Ja, blöd ist nur, ich habe jetzt komplett vergessen, ich habe das Gewicht vorne dran. Shit. 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 Macht das jetzt Sinn, nochmal kurz zurückzufahren? Karte. Ja, wir haben mehr als die Hälfte. Na komm, egal. Dann müssen wir tatsächlich vielleicht einmal. Wohl, wir müssen uns den Ladewagen holen, dann können wir uns auch das Gewicht wiederholen. Perfekt, passt. Habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ich habe auch eben nochmal kurz noch ein paar Mods geschaut. Gibt noch nichts, was mich jetzt so krass interessiert. Ich lade gerade nebenbei die Nordfriesische Marsch runter. Die ist wohl seit gestern, vorgestern da. Auf die bin ich natürlich wieder richtig gespannt. Die wird auf jeden Fall auch von mir angezockt. Wir müssen mal gucken. Ja, zeittechnisch wird es schwer. Jetzt das Projekt Wavenport will ich auf jeden Fall jetzt nicht deswegen beenden. Den anderen Hof auf der Felsbrunnen möchte ich auch nicht beenden. Wir müssen mal gucken, wie wir die die Nordfriesische Marsch noch unterbekommen. Zumindest mal anschauen auf jeden Fall. Es ist auch, glaube ich, wieder die Vierfach schon. Also sie ist groß. Und dementsprechend mal gucken, ob man die überhaupt alleine bewältigt bekommt. Ansonsten müssen wir tatsächlich vielleicht wieder auf Questplay oder sowas warten. Müssen wir halt tatsächlich mal abwarten und gucken. Hier ist der Shop.
Ja, ich musste leider auch meine Konsolen sehr weit jetzt wegpacken, da das G, also das Lenkrad jetzt selbst ja nicht mehr so weit rausschaut, brauchte ich ein bisschen mehr Platz zum Lenken, ist gerade alles noch ungewohnt und merkwürdig. Okay, lassen wir uns aber davon nicht weiter abhalten. Wir leihen uns jetzt das hier aus. Das mieten wir. Wir mieten auch dieses. Damit sind wir bei, was waren das? 8,40 Meter. Und dann den Schwader. Das müsste der hier gewesen sein. 9, nee, hier 8 Meter. Den hier nehmen wir. Den mieten wir uns. Ja. Oh. Das. Okay, warte. Wenn ich hier schon mal drin bin, kann ich auch gleich mal das hier aktivieren. Werden wir brauchen für das Thumbnail, was wir noch machen müssen. Gut, wie rum steht denn der ganze Bums jetzt hier? Ja, das ist richtig rum. Können wir natürlich nicht so aufnehmen, wenn wir das Gewicht vorne dran haben. Ganz klar, das stelle ich jetzt mal hier auf der Kante ab, wenn es geht. Geht gut. So, ich habe auch gehört, es gibt die Mod, dieses Keyboards, die ja wieder. Da muss ich nochmal nachsuchen, denn das wäre natürlich schon geil, wenn man beim Rückwärtsfahren automatisch wieder nach hinten guckt. Sobald man vorwärts fährt, guckt man auch wieder nach vorne. Das fände ich schon ziemlich geil. Das ist eins der Dinge, die mich auf jeden Fall, die ich richtig derbe vermisse, weil es einfach praktischer ist. Man muss nicht jedes Mal selbst mit der Maus hin und her gucken. Das war so schon um einiges praktischer. So, ich hoffe, dass wir jetzt mit dem Mähen gut vorankommen, dass das läuft. Also Fakt 1 muss ich sagen zu dem Lenkrad, es lässt sich jetzt noch gezielter und genauer lenken. Finde ich sehr geil. Ach, der Zug schon wieder. Komm, mach die Schranken hoch, ich hab's eilig. Ja, danke. Oh. Okay. Fahren wir eben erstmal gegen die Schranke. Sollte unser John Deere ja eigentlich auch schaffen, das Gespann. Bin da guter Dinge. Ja, dann mähen wir da auf jeden Fall einmal komplett alles weg. Gucken, dass wir hoffentlich am Ende noch genug Geld über haben, nachdem wir die Geräte alle wieder zurückgegeben haben, dass wir da schon ein Schafstall, eine Schafweide hinstellen können. Und uns nach bester Möglichkeit auch gleich ein paar Schafe gönnen können. Dazu müssen wir uns natürlich nochmal den Tiertransporthänger leihen, weil ich glaube, die liefern zu lassen wird dann doch sehr teuer. Das müssen wir mal gucken, was uns das kostet, wenn wir uns den leihen und was die Transportgebühr kosten würde. Und ein Wasserfass benötigen wir dann noch. Kipper haben wir, um Gras dahin zu bringen. Das ist wohl das kleinste Problem. So, Blinker funktioniert auch einmal frei. Das habe ich vorher nicht getestet. Lässt sich auch viel geiler jetzt bedienen auf dem Lenkrad hier. Kommt mir jetzt allerdings auch tatsächlich so ein bisschen so vor, als würde ich hier wirklich Auto fahren. Ist halt einfach die, ja, wie es positioniert ist, das Lenkrad. Was ganz anderes wie vorher. Vorher hatte ich das Gefühl, ich fahre einen Traktor. Jetzt fahre ich Auto. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ach so, wir wollen auf jeden Fall nicht zum Hof, wir wollen hier hin. Ja. Dann würde ich doch mal tatsächlich sagen, fangen wir mal an, alles aufzuklappen.
dann das an, das an. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier mach da. Muss den nur noch anwerfen. Ja, läuft. Okay, perfekt. Sehr schön. So habe ich mir es in etwa vorgestellt. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen unrealistisch ist. Ja, wahrscheinlich schon kein Bauer. Ich will nicht immer Bauer sagen. Ich finde das beleidigend. Kein Landwirt der Welt wird das so machen. Ich denke aber einfach der Zeitersparnis wegen. Und es ist halt mega praktisch gerade so. Mal gucken, wie wir das in den Kurven machen. Fahre ich die Kurven einfach aus? Ich denke ja. Ja, da bleiben da vielleicht kleine Reste liegen, aber das soll uns egal sein. Machen wir mal bis hier hin. Und wenn wir die Kurven nicht zu krass fahren, kriegen wir das sogar perfekt mit. So, ich will natürlich auch nicht bergab fahren oder sowas jetzt. Ja, so ein bisschen müssen wir hier runter, wenn ich alles machen will oder vieles davon abmähen will. Es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Wir müssen auch nicht unbedingt jetzt bis zum Straßenrand. Wir können da noch was offen lassen. Wobei hier vorne schon. Weiß nicht, ob das so ergiebig ist. Ja, nimmt er eh nicht an. Also von daher. Ja, cool. Coole Sache das. So, ab hier mähen wir wieder auf voller Breite. Dann fahren wir so weiter. Ja, hier vorne haben wir halt nur eine Ecke. Die kriegen wir wohl nicht so wirklich rund gefahren. Ich versuch's mal. Ja, irgendwie so kriegen wir das schon geregelt. Jetzt kann es natürlich eine Weile dauern, bis wir hier fertig sind. Feld ist doch ein bisschen größer. Aber ist zufriedenstellend. So kann ich arbeiten. Ja, müssen wir nur mal hinterher gucken. Die Kurven werden natürlich immer enger werden. Wie wir das dann auf die Kette kriegen. Ich hab überhaupt nicht dran geglaubt, dass das jetzt so gut funktioniert. Erstmal. Ich denke, einen sehr großen Teil können wir auf jeden Fall so abarbeiten und dann müssen wir vielleicht hinterher, wenn das Ganze zu klein und kantig wird, dann müssen wir halt Mähwerk anheben oder müssen wir halt die Wände mit Wänden und irgendwie nochmal ein paar Kleinigkeiten aufschwaden. Aber im Großen und Ganzen läuft das sehr gut. Ich denke, dass wir dann auch relativ zügig durch sein dürften mit dem gesamten Platz hier. Das ist ja nicht nur das Feld, was wir gerade machen.
Ich werde jetzt zum Beispiel, glaube ich, auch einfach hier vorne mal so eine Ecke lassen, damit wir hier eine Kurve fahren können. Dann müssen wir da halt nochmal drüber. Aber fürs Erste sollte das, glaube ich, gut funktionieren. So, jetzt gucken wir mal. Ja, gut, okay, das ist auf jeden Fall schon noch eine Ecke, die wir hier machen müssen. Ich würde mal sagen, da sollten wir uns wahrscheinlich auch einen großen Ladewagen dann für mieten. Ja, das ist nämlich jetzt hier hinten. Wenn das zu eng wird, dann kriegt man die Kurve nicht mehr. Dann baut man da immer so einen Huckel rein, den man irgendwann mal wegmähen muss. Gut, andererseits können wir auch sagen, wenn da was stehen bleibt, was soll's. Drauf geschissen. Wir werden genug Gras hier zusammenbekommen, dass das erstmal eine ganze Weile für die Schafe reichen sollte. Die Kurve hier lässt sich halt noch sehr geil fahren, weil die schön geschmeidig ist. Ja, genau, was ich vorhin noch sagen wollte. Heute Abend ist ja auch wieder unser ja, Multiplayer-Projekt. Die Racke auf dem Acker, das Duell. Schaltet auch da wieder ein. Es wird so 18 Uhr ungefähr losgehen. Kann auch 19 Uhr noch werden. Ankündigungen finden aber noch genauer statt. Denn wir müssen gucken, ob wir es auch hinkriegen, dass wir dann auch alle 18 Uhr da sind. Kann sein, dass sich der ein oder andere vielleicht noch verspäten wird. Aber ich denke mal, so in ein, zwei Stunden müssten auch die Ankündigungen raus sein. Dann wissen wir genau, wann wir starten können. Ja, so, dann machen wir doch mal hier noch ein Thumbnail. Tatsächlich. Oh. Einfach mal so. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende für diese Folge. Jetzt überlege ich gerade, ziehe ich hier einfach mal hoch. Ja. Ich mache das jetzt einfach mal so, dann. Ja, okay, das wollte ich jetzt gar nicht mehr mähen. Dann wende ich ab hier jetzt und ich glaube, das ist doch sinnvoller, dann einfach so zu fahren weiterhin. Ja. Gut, okay, Ende der Folge. Ich bedanke mich natürlich wieder ganz herzlich fürs Einschalten und Zuschauen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Däumchen da und schreibt weiter fleißig in die Kommentare, was wir noch, oder wie wir weitermachen wollen. Anregungen, Tipps. Habt ihr irgendwelche geilen Mods gefunden? Könnt ihr mir auch gerne berichten. Und dann sehen wir uns nachher wieder zum Multiplayer-Projekt. Und ansonsten halt morgen zur nächsten Folge LS19 Ravenport. Vielen Dank und einen schönen Tag bis dahin noch.